Pro Abend sind für Die Schöne und das Biest rund 700 Kostüme und über 140 Perücken im Einsatz, wobei alle Teile aus Echthaar geknüpft werden, was auf dem Welthaarmarkt zu einem Zusammenbruch führte. Speziell für die Produktion Die Schöne und das Biest war das Problem das, dass wir relativ lange echte Menschenhaare gebraucht haben. Und ich saß also tagelang nur am Telefon und habe versucht, also jedes Gramm, was auf dem Weltmarkt verfügbar war, diese Produktion kaufen zu können. Stuttgart hat alles blockiert, den Haarmarkt in Europa und Asien leergefegt. Etwa 300 Kilogramm echtes Haar werden benötigt. Jeder Darsteller wechselt im Schnitt 8-mal pro Show die Haare. Viele Perücken müssen eine 80 cm lange Haarpracht aufweisen. Nicht leicht in Zeiten des Kurzhaarschnitts, auch bei Frauen. Nur echtes Haar aber hat die spezielle Wirkung. Fällt anders, reflektiert das Licht besser. Perfektion und Professionalität bis unter die Haarspitzen ist überall oberstes Gebot. Wir suchen heute perfekte Tänzer, die perfekt singen können. Mehr nicht. Wenn wir das finden, dann sind wir schon gut dran. Showbiz-Perfektion wie am Broadway war bei uns lange nur mit ausländischen Darstellern möglich. Seitdem einige deutsche Städte das Fach Musical als Studiengang anbieten, sich immer mehr auch subventionierte Staats- und Stadttheater diesem Genre öffnen, hat sich das geändert. Besonders auf dem deutschen Markt haben wir inzwischen viele Deutsche, die also durchaus in der Lage sind, also stimmlich wie auch dann tänzerisch in unseren Musicals zu spielen. Und das war vor Jahren überhaupt nicht die Situation. In einer leerstehenden Industriehalle auf den Fildern vor den Toren Stuttgarts beginnen zwei Monate vor der Premiere die 48 Darsteller aus 15 Nationen mit den Proben. Seit der Uraufführung im Dezember 1993 haben weltweit mehr als 9 Millionen Menschen Die Schöne und das Biest gesehen. Jean Cocteau machte aus der Novelle La Belle et la Bête 1945 einen wunderschönen Film. Walt Disneys Zeichentrickfilm wurde mit 2 Oscars, 3 Golden Globes und 4 Grammy Awards ausgezeichnet. Strong and it'll be funnier because just the subtlety will make it just a little bit more real. With you, your stuff is all very real. It's just there's some places where you let things kind of drop, just energy wise. Because right now you're Keith Batten, stellvertretender Regisseur bei den Einzelproben mit Lea Santos und Uwe Kröger. Die Zeit drängt. Nur noch wenige Wochen bis zur Premiere. Geprobt wird von frühmorgens bis spät in die Nacht. Hätte ich gedacht, dass dies geschah. Wie kann es so charmant sein? Da ist etwas in ihm, das ich vorher nicht so sah. Okay, good. Yes, when you come up here, when you actually climb up on it, that's good that you... He's climbing up, and then you say no, but be specific, like, don't just just go no, and then point. Als Ginevra hörte, dass Artus erschlagen worden war, zog sie sich in ein Kloster zurück, und niemand konnte sie je wieder zum Lächeln bringen. Ende. Eine wunderschöne Geschichte. Ich wusste, dass sie dir gefallen würde. Ich möchte dich um etwas bitten. Was denn? Um eine zweite Chance. Würdest du heute Abend mit mir speisen? Speisen? Du und ich?
Das wäre, ich meine, oh ja! Tanzt mit mir. Ich kann nicht. Tanzt mit ihr! Die Schöne und das Biest ist Labsal für Herz und Gefühl, eingängig und schön. Ein Märchen für Jung und Alt. Die Geschichte von einem eitlen Prinzen, der von einer Fee in ein furchterregendes Biest verwandelt wird und von diesem Fluch erst befreit wird, als er lernt, selbstlos zu lieben. Wie das Licht der Sonne strahlend sich ergießt, Märchen schreibt die Zeit in des Dichters Kleid, die Schöne und das Biest. Yes, you learn a lesson in Beauty and the Was die Menschen von diesem Stück lernen können, ist nicht so sehr auf Äußerlichkeiten zu sehen, sondern mehr auf die inneren Werte eines Menschen. And people in the show would learn how to look through the inner beauty of people and not just on the superficial level. Wie Märchen halt nun mal sind, haben sie eine ganz klare, einfache Wahrheit. Und gerade bei unserem Zeitgeist, der sich an Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten aufhängt, ist es doch ganz schön, wieder eine Geschichte zu haben, die berührt. Und aufgrund dessen, dass man sich eben halt nicht, wie die Geschichte jetzt hier zeigt, an Äußerlichkeiten kümmern oder dran hängen soll, sondern dass man in das Innere schauen soll. Und in diesem Fall ist das Herz die wahre Liebe, das wahre Gefühl und das Echte.